Alles klar. Und, was haben Sie gesagt? Erklären Sie Ihren Eltern mal, warum Sie durch Ihre DNS die einzige Kandidatin für einen Zeitsprung sind. Haben Sie verstanden, dass Sie nie mehr zurückkommen werden? Ich habe Sie daran erinnert, dass Adolf Hitler verantwortlich für den Tod von 60 Millionen Menschen war. Väter, Mütter und Kinder. Und dass ich die Einzige bin, die dieses Übel verhindern kann. Wir sind soweit. Vergessen Sie nicht, die wirkliche Haushälterin trifft wie angekündigt am 30. April um 9.15 Uhr ein. Sie haben 48 Stunden Zeit. Das wird schon reichen. Wir glauben an Sie ganz fest. 4, 3, 2, 1. Für das Baby, ein Gulden. Oh. Ist alles in Ordnung, Fräulein? Ich fühle mich nicht sehr wohl. Ich suche das Hotel Pommer, wissen Sie. In der Vorstadt, 219. Dankeschön. Ja, ich möchte zu Herrn Hitler. Ich bin Alois Hitler. Herr Hitler, ich bin Martha Eichelmann, die neue Haushälterin. Das ist der Stolz und die Freude meines Hauses, mein Sohn. Adolf. Stellen Sie sich vor, es wäre möglich, nur einen Menschen zu töten, um dadurch das Leben von Millionen zu retten. Andrea Collins wird bald feststellen, dass die Aufgabe schwerer zu lösen ist, als sie angenommen hatte. Sie hat sich aufgemacht, um nicht wiederzukommen. Aus der Twilight Zone. Sie reisen in eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur Augen und Ohren beansprucht, sondern auch unsere Fantasie. Die Reise führt uns in ein geheimnisvolles Land, dessen Grenzen nur die unserer eigenen Imagination sind. Sie betreten Twilight Zone. Wir haben Sie erst in 2 Tagen erwartet. Ich konnte meine Angelegenheiten in Salzburg eher regeln und wollte nicht länger dort bleiben. Sie sind viel jünger, als ich erwartet habe. Dürfte ich mal Ihre Referenzen sehen? Sie waren also zuletzt bei der Familie von Schlager in Salzburg. Wie lange? Etwas weniger als 3 Jahre. Ich habe von Otto von Schlager gehört, er ist Bankier, nicht wahr? Nein. Nein, das ist sein Bruder Karl. Herr von Schlager ist im Versand beschäftigt. Es ist schön, dass Sie schon früher kommen konnten. Ich gebe übermorgen ein Abendessen für den Zolloberinspektor und seine Frau. Christina wird sich freuen, wenn Sie ihr bei den Vorbereitungen helfen. Ihre regulären Dienste sowie die Koch- und Reinigungslisten sind da aufgeführt. Das Kind wird hier aber gar nicht erwähnt. Das Kind fällt ausschließlich in Christinas Verantwortlichkeit. Ja, aber ich kann ihr doch sicher helfen. Ich meine es nicht persönlich, Fräulein. Ich kenne Christina seit vielen Jahren und ich habe Vertrauen zu ihr. Vielleicht stellt sich zwischen uns mit der Zeit auch dieses Vertrauen ein. Verzeihen Sie, ich wollte weiter nichts als meine Hilfe bei dem Kind anbieten.
Wir haben schon 3 Kinder verloren. Ich bin deswegen sehr vorsichtig geworden. Das tut mir außerordentlich leid. Das muss für Ihre Frau schwer gewesen sein. Sie hat es selbst verschuldet. Sie ist eine recht schwache Frau. Sowohl körperlich als auch im Geist. Entschuldigen Sie, Herr Hitler. Ich habe gedacht, dass er schläft. Ich möchte nicht bedauern, dass ich dich behalten habe. Er ist ziemlich temperamentvoll, hm? Er ist wie jeder andere Mann. Es ist klug, ihn bei Laune zu halten. Das werden Sie bald lernen. Sie im Zimmer meines Sohnes. Oh, Sie haben mich erschreckt. Frau Hitler, entschuldigen Sie, ich bin Martha Eichelmann, die neue Haushälterin. Ich habe nur nach dem Kind sehen wollen. Ich wollte es ihm nur gemütlicher und behaglicher machen, wissen Sie? Kleines, dummes Mädchen, Babys brauchen doch kein Kopfkissen. Ach, ich habe nicht darüber nachgedacht. Nennen Sie mich doch Clara. Wo ist der Schlüssel? Wie bitte? Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel! Vergessen Sie nie den Schlüssel. Er hält die bösen Geister fern. Die bösen Geister fern, ja. Natürlich. Er ist so wunderschön. So unschuldig. Ich muss ihn beschützen. Manchmal berühren die Geister die Kinder und führen sie vom rechten Weg ab. Ich lasse nicht zu, dass das mit meinem Sohn geschieht. Er ist mein Wunderkind. So nehmen Sie ihn doch hoch, er hat es mir verboten. Er hat sie gern. Dreimal haben die Geister mir schon meine Kinder genommen. Ich fürchte, dass ich einfach nicht weiterleben könnte, wenn diesem Sohn etwas zustoßen würde. Ich sollte ins Bett gehen. Sie haben recht. Keine von uns beiden sollte hier sein. Ehemann ist ein guter Mann, aber er ist schließlich vor allem anderen ein Mann. Sie sind von klassischer Schönheit, Fräulein. Sagen Sie mal, gefällt es Ihnen hier? Ja. Gut. Es ist mir wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. Sie gehören jetzt zu meiner Familie. Das tut mir wirklich leid. Ich war immer ein wenig ungeschickt.
Ist ja schon gut. Fräulein, wie finden Sie Wagner? Nun, ich kenne seine Musik nicht. Ich habe Karten für heute Abend, und zwar für das Liebesverbot, wenn Sie mich begleiten möchten. Aber Herr Hitler, was würde Ihre Frau dazu sagen? Clara hat viel Verständnis. Seit sie krank geworden ist, hatte ich nicht sehr viele Gelegenheiten auszugehen. Sie wird nichts dagegen haben. Es wäre eine Ehre für mich, Herr Hitler, aber ich bin noch sehr müde von der Zugfahrt. Vielleicht ein andermal. Wenn Frau Hitler Sie nicht begleiten kann, vielleicht würde sich Christina darüber freuen. Ich war zu Christina zuletzt sehr streng. Ich werde es mir überlegen. Gute Laune? Martha, tu mir bitte einen Gefallen. Herr Hitler hat mich gefragt, ob ich heute mit ihm ausgehe. Könntest du dich dann um das Baby kümmern? Natürlich. Bitte, bitte sei ganz besonders vorsichtig mit dem Kind. Er würde mich umbringen, wenn seinem Sohn etwas geschieht. Du hast ja Angst vor ihm. Deswegen lässt du ihn wohl in deinem Bett. Du hast uns gehört. Die ganze Straße hat euch gehört. Er sagt, dass er mich später mal heiraten wird. Das sagen sie doch alle. Seine Frau Clara war zuerst auch Haushälterin bei den Hitlers. Er nahm sie zur Frau, nachdem Fanny seine erste gestorben war. Du hoffst also darauf, dass der Blitz zweimal einschlägt? Ich, wie bitte? So eine Redensart. Ich habe bisher noch nie in einem Beichtstuhl gesessen, aber ich muss mit jemandem sprechen. Gott hört die Gebete aller, mein Kind. Auch wenn ich ihm jetzt erzählen würde, dass hier in dieser Stadt derjenige lebt, der später mal zum Mörder von 60 Millionen Menschen wird. Ich würde sagen, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann. Glauben Sie mir, Vater, er bringt der Menschheit die Hölle auf Erden. Aber selbst wenn das, was Sie sagen, wahr wäre, was könnte man denn dagegen tun? Sie verstehen das nicht. Ich werde ihn umbringen. Helfen Sie mir, Vater. Denn für das, was ich tun muss, werde ich viel Kraft brauchen. Niemand als Gott allein hat das Recht, das zu tun. Ich bitte Sie. Clara, Sie müssen von hier fort. Fort? Ja. Nehmen Sie das Baby und gehen Sie. Fort aus diesem Haus, aus diesem Land. Meine Liebe, ich kann nicht fort. Das ist doch meine Heimat. Sie lieben doch Ihren Sohn. Sie lieben ihn doch. Ich liebe ihn sehr. Dann ist das Ihre Chance, wenn Sie Ihr Kind retten wollen. Gehen Sie mit ihm weg von hier. Gehen Sie weg von diesem Vater. Sie machen sich doch lächerlich. Wo sollte ich hin? Wohin? Nach Frankreich, England, Amerika. Aber mein Mann sagt, das wären alles Feinde des arischen Volkes. Ich weiß, dass sich das verrückt anhört. Aber wenn Sie nicht von hier weggehen, werden Millionen Menschen sterben, Clara. Vielleicht beruhigt sie mein Stärkungsmittel. Thank you.
Fräulein. Herr Hitler, ich war nur ein wenig spazieren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Das tue ich selbst auch sehr oft. Das ist kein Ort, um ein Kind großzuziehen. Das stimmt. Deshalb ist das Abendessen heute auch so wichtig. Wenn ich den Oberinspektor beeindrucke, dann werde ich vielleicht aus dieser gottverdammten Stadt versetzt werden. Die Küsten unseres Vaterlands. Waren Sie schon mal in Deutschland? Ein Land voller Wunder, so voller Schönheit und Kultur. Es ist eine Tragödie, dass die arische Rasse geteilt ist. Aber eines Tages werden Deutschland und Österreich wieder vereint sein. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Idee so gut finde. Unsinn, als ob einer von denen spricht. Eine von denen? Na, eine von den Juden. Die schmieden seit Hunderten von Jahren Komplotte gegen unser Volk. Ein Gulden für mein Baby? Geh weg. Geh weg, dreckige Zigeunerin. Juden. Zigeunerpack Ungeziefer, das unser arisches Volk verdirbt und uns davon abhält, groß zu werden. Aber eines Tages wird das Volk aufstehen und die Straßen von diesem Dreck säubern. Das ist unvermeidlich. Es muss endlich was passieren. Kommen Sie. Sie haben recht. Es muss endlich was passieren. Wie viele Kinder haben Sie, gnädige Frau? Wir haben zehn. Zehn, das ist fantastisch. Und alle sind gesund, wissen Sie? Da bin ich ganz sicher. Natürlich. Ist das recht? Oh ja, danke. Nehmen Sie Platz. Sie Kinder, ich bin so frei. Wir haben viel Freude an Ihnen. Jetzt beeil dich, Martha, Sie warten. Eine halbe Stunde. Was? Nichts weiter. Ich gehe schon. Also, wo ist das neue Familienmitglied? Ich nehme an, dass er schläft. Ich werde ihn gleich herunterbringen lassen. Christina! Ja, bitte, Herr Hitler. Wo ist denn mein Sohn? Martha ist bei ihm. Ich will nicht, dass die neue Haushälterin bei dem Baby ist. Sie hat sich heute sehr merkwürdig benommen. Bring den Jungen herunter, wenn wir mit dem Essen fertig sind. Und sag Fräulein Eichelmann, dass sie in mein Arbeitszimmer kommen soll. Na klar. Das ist gut. Wo bist du gewesen? Ich musste ihm die Windel wechseln. Zoll-Oberinspektor, gestatten Sie mir, das ist mein Sohn. Adolf Hitler.
Ein hübsches Kind. Ein schönes Exemplar unserer arischen Rasse. Mein süßer kleiner Adolf. Mein Engelchen. Ein kurzer Moment des Schweigens für Andrea Collins. Sie hat ihr Leben geopfert für uns, für die Menschheit. Aber sie hat auch genau das Ungeheuer erschaffen, das sie vernichten wollte. Die Geschichte kann man nicht verändern. Nicht einmal in der Twilight Zone.